Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei NS 17 hier auf der Karte Losberg. Ja, wir konnten endlich unsere Geschäfte abschließen und ich habe nochmal verhandelt. Wir haben uns nochmal getroffen und das war echt eine zähe Geschichte, vor allem weil er wusste, ich muss verkaufen, ich brauche die Kohle für den neuen Hof. Und ja, so ein super Geschäft haben wir jetzt nicht gemacht, aber er wollte auch unbedingt den Drescher behalten. Sind wir uns auch einig geworden, habe den Drescher jetzt halt da gelassen, was wir jetzt mitgenommen haben. Ich habe es selber abgeholt, habe es mal organisiert, habe mir hier den LKW gemietet. Und zwar unseren Vitra und den Master Ferguson, die wollte ich dann doch behalten, weil wenn ich jetzt neue Traktoren kaufe, ja. Den New Holland war ich eh am überlegen, ob ich den mal was anderes haben möchte und von daher ist mir nicht so schwer gefallen, von daher habe ich einen guten Kurs geboten. Übergeblieben sind mit der ganzen Verrechnung von der alten Card, von der Neustadt zu der Losberg, alles verkauft und auch dann die Ernte übernommen und so. Wir hatten ja auch einen Haufen Felder und gut, wie gesagt, ne, hier war es ein bisschen teurer. Haben es aber nach dem Verkauf mit allen Fahrzeugen und so weiter und Bezahlung des neuen Hofes haben wir jetzt aktuell noch, warte mal, ja, 500.000 über den Daumen. Weil, über jetzt, ne? Weil 140 oder so hatten wir ja hier sowieso noch auf der Uhr stehen. Haben dafür aber noch 200.000 Kredit. So, ich bin jetzt hier nochmal beim Händler, weil ich die beiden nochmal pimpen lassen wollte. Und zwar wollte ich jeweils nochmal eine Frontladerkonsole und eventuell ein bisschen mehr Leistung und beim Vitra die Farbe, die gefällt mir eigentlich gar nicht so. Die habe ich ja damals auch übernommen und die würde ich ganz gerne nochmal ändern. Und deswegen ist die jetzt hier nochmal runter. Oh, Ruhe. Ich finde den LKW auch irgendwie geil. Irgendwann schaffen wir es auch noch. So. Auf jeden Fall können wir jetzt hier schon ganz anders handeln, das Ganze. Ne? Das ist schon mal das Schöne. Warte mal. So. Was ist hier los? Jetzt geht's. Irgendwie wollte er gerade nicht. Dann fahre ich hier noch gleich mal vor die Werkstatt. Eigentlich könnte man die auch gleich hier lassen und dann noch die noch ein paar Gerätschaften mit denen wir neu haben wollen. Aber andererseits würde ich die jetzt auch gerne nochmal mit dem LKW zum Hof fahren. So, hier könnten wir uns auch nicht mal drehen. Okay. Was ich für den unbedingt noch haben möchte, ist auf jeden Fall auch nochmal ein Schneidwerk, ne? So, jetzt mal das Geblinke hier an, weil hier gerade so ein bisschen doof steht. So, mein Gutstar. Ich möchte ihn nur ein bisschen konfigurieren. Was geht denn hier noch? Ich meine, Pflegebereifung wäre auch nicht verkehrt, ne? Ich weiß noch nicht, wann wir die jetzt umbauen. Ich glaube, am Hof können wir die ja umbauen. Ob wir das dann jedes Mal machen müssen? Oder wie ist das dann? Wisst ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht, ne? Also der hat jetzt auch 105 PS. Das ist natürlich ein bisschen wenig, wenn es 130. Ich glaube, wir gehen mal auf die 130. Brauchen natürlich auf jeden Fall noch den Frontladeranbau. Würde dann auch gleich den Frontlader hier nochmal mitnehmen. Und die Farbe kannst du gar nicht mehr ändern. Mist. Ich dachte, man könnte... Schade. Okay. So, das ist nochmal ein Frontlader und mehr Leistung. So. Trauen wir den nochmal zur Seite. Obwohl, ich könnte gleich den Frontlader noch dran machen und dann kann ich den gleich drauf switchen. Ne, zurück, warte mal, mal anders. So,
Frontlader. Was ist nicht jetzt hier der Unterschied? Für den Steier? Keine Ahnung. Steier. 700 Vario. Nu. Nehmen wir mal die, oder? Ich hoffe, es ist jetzt richtig. Eine Schaufel bräuchten wir dann auch. Wobei ich auch den Kramer gerne einsetzen werde, aber das machen wir, glaube ich, später. Jetzt nehmen wir erstmal den Frontlader mit. Ich würde den jetzt auch schwarz lassen, dann passt der auf alle Gerätschaften erstmal gut. 8000, okay. Und wir wollen ja gleich Bein verladen, ne? Dann nehmen wir doch schon mal einen Beinspieß mit. Den lassen wir aber auch in schwarz. So, das reicht erstmal mit einem Frontlader, würde ich sagen. Müssen nicht beide haben, das können wir dann auch mal wechseln. Na, kostet ja alles laufend Geld. Mach ich das mal dran und falle mal rauf. Ja, also ich bin wirklich auf den anderen Hof und habe jetzt alles mal hin und her gerechnet und habe dann großzügig nochmal abgezogen. Passt doch, oder? Ob der jetzt so wie anders? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der irgendwie ein bisschen höher oder so oder irgendwie ein bisschen professioneller. Ich bin da wieder mal auf euch angewiesen. Da würde mich auch freuen, wenn ihr mir da mal eine Antwort gibt, was das soll. So, da müssen wir jetzt mal eh hochfahren. Und ich meine, oder wir nehmen gleich nochmal. Haben wir jetzt irgendwelchen Düngesteuer eigentlich? Wie sieht es denn da aus? Gucken wir mal in die Garage. Also ich meine, zum Düngen haben wir überhaupt... Doch, wir haben sogar eine Spritze da. Ja, sonst würde ich zu der Spritze vielleicht noch den Fronttank dazu nehmen, wenn es den denn hier gibt. Denn dies Hin- und Herfahren ist ja dann auch immer eine nervige Geschichte, ne? Und damit hast du dann auf jeden Fall erstmal Ruhe. Und der kostet auch nur 5,5. Wobei ich die auch sehr geil finde, ehrlich gesagt. Aber komm, wir machen es erstmal so. Wir haben jetzt das Ding. So, dann nehmen wir die auch gleich mit. Und tja, die Mähwerke. Weiß ich jetzt auch nicht, ob wir das hinkriegen, dass er die Mähwerke gleich dran macht und probieren wir gleich mal, wie das alles noch so vom Platz her ist. Ich könnte es auch vorne dran machen, ne? Das müsste doch eigentlich auch gehen, wenn ich jetzt die Gabel oben lasse. Jo, das geht. Trotzdem muss ich mal gucken, gleich, ob wir noch irgendwelche Mähwerke hatten. So. Warte mal. So ist das, denke ich mal, realistisch. Trotzdem weiß ich jetzt noch nicht. Ich möchte ja möglichst viel mitnehmen. Wie sieht es mit Gewichten? Wir haben überhaupt keine Gewichte. Mist, jetzt muss ich nochmal runterfahren. Ich war nochmal zum Shop. Und zwar Gewichte. Ich finde die ja so toll optisch. Der hat jetzt wie viel? 650 Kilo. Der 1500. 2,
3, also ein 1500er bräuchten wir, glaube ich, schon, oder? Für einen Frontlader, dass er da keine Mucken macht. Ja, komm, nehmen wir das mal. Und dann können wir gleich das Mähwerk kaufen, denn dann sind wir hier fertig. Im Shop. Mähwerke. Und zwar wollte ich dir nicht zu sehr rumasen mit dem Geld. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen was. Nehmen wir das hier mal. Von der PS-Leistung her sollte das hoffentlich klappen. 12. Nein. 1000 haben wir jetzt gekauft, ne? Ja. So, 9 Meter. Ich hoffe, es ist nicht zu groß für uns. Aber glaube ich nicht. So, blöderweise wieder muss ich jetzt nochmal runterfahren. So, mal sehen, dass das Gewicht jetzt noch dran kriege. Ja, mit dem Drescher. Da können wir gerne nochmal diskutieren. Also ich habe jetzt, ich habe noch gar nicht weiter geguckt. Vielleicht gibt es ja noch eine tolle andere Mod, die ich noch gar nicht habe. Ich habe jetzt nur von ModHub den Fendt noch runtergeladen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Was wir aber, glaube ich, auch noch brauchen, ist halt auch der... Na, dieser kleine Ladedings da, ich weiß nicht gerade, wie er heißt. So, wegen Mindestur und so, ne? Schneiden wir das aus. Gut, dann haben wir das schon mal voll bestückt. Das passt doch. Ja, und jetzt noch den Walter pimpen. Okay. Konfigurieren. Ah, super. Ich kann die Farbe noch machen. Ich hätte nämlich, glaube ich, wirklich... Gucken wir uns das mal in grün angucken oder nehmen wir jetzt blau? Also im hell... Was schade ist, dass echt man keine Vorheransicht hat, ne? Das wäre cool. Also Babyblau ist eigentlich auch... Da kommt nur mal die Farbe. Und Felgen... Die lassen wir mal in weiß, dann passt es besser noch zum Mähwerk. So, Rad-Setup, was gibt es denn hier? Pflegebereifung. Breitreifen, ich würde den Standard noch lassen und dafür aber den Motor nochmal pimpen. 165. Und gehen wir 185, weil ich glaube, wir brauchen echt Leistung jetzt für das Mähwerk. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der jetzt aussieht. Ja, ist doch cool, oder? Ich meine, gut, die weißen Reifen. Weiß ich es noch nicht. Vielleicht lackieren wir nochmal um. Muss aber nicht sofort sein. So, machen wir es am dösesten. Wo ist denn jetzt vorne, wo ist hinten? Das ist doch... Das ist andersrum, oder? Ich finde, das sieht man echt schwer. Aber hinten sind jetzt die Leuchten, also muss das ja... Ja. Ob es nicht gegen den gemieteten LKW noch fahren will. Aber ich komme da so nicht dran. Ich muss den LKW mal ein Stück
zurücksetzen. Rampe hochfahren. So, kann man einmal stehen lassen. Okay, dann das Mähwerk noch drauf. Was wir noch haben, den alten Drescher, den können wir noch verkaufen. Da kommt auch noch ein bisschen Geld rein. Ich weiß es nicht, wie viel. Vielleicht nicht so viel sein. So, das ist doch jetzt auch dieses, das sieht scheiße aus, die Farbe. Oder? Hätte ich den mal weiß gelassen? Wie gefällt mir das nicht? Ist das nicht das Ding jetzt hier aus dem Video, wo man umsetzen kann, dass der eine an den anderen, oder bin ich da jetzt falsch? Dass der so, wenn er rückwärts fährt, dann beides hat, oder? Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, die Farbe ist... Bleibt jetzt so. Müssen wir das mal sparen. Aber wir werden es nochmal ändern. Wenn ihr eine tolle Farbe habt, wo ihr sagt, hey, das sieht richtig geil aus in Kombination, einfach mal drauf schreiben. So, mal gucken, ob das Ganze auch passt. Ich meine, ich habe den anderen ja ziemlich hoch gefahren, ich hoffe mal. Sieht nämlich gar nicht so gut aus. Ja, der könnte sonst noch ein Stück weiter. Das ist doch noch erlaubt, ist. Ich hätte mal rückwärts drauf fahren sollen. Das mit der Höhe halt aufpassen. Und dass uns der Dorfscheriff hier nicht anhält. Aber so könnte es gerade so klappen. Ich will jetzt nicht wieder alles abladen. Wenn es anhält, dann. Okay, dann bleiben wir halt nochmal ab. Aber auch so. Kann ich da nicht mal irgendwas einklappen oder so? Ne, nur aufklappen. Ja, ich kann es vorne noch mal ein bisschen senken. Ja, aber daran komme ich zumindest auch nicht. Das muss so. Das geht aber nicht. Scheiße. Mist. YouTube, in dem Sinne, ob das gut geht oder nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Sprich, morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, ich freue mich drauf. Jetzt haben wir hier eine schöne Arbeitsgrundlage. Dass auch nichts ercheatet, sondern wirklich. Ja, ehrlich, ne? Und so. Und macht's gut. Meinung unten drunter. Ciao, YouTube.